Stahl und Aluminium kann man normal nicht miteinander verschweißen. Es gibt aber einen kleinen Trick und dann funktioniert es doch. Eine sehr interessante Geschichte und die werden wir heute zusammen mal ausprobieren. Genauso gibt es verschiedene andere Sachen im Aluminiumbereich, die lassen sich nur schwer oder überhaupt nicht schweißen. Ich rede hier zum Beispiel von eloxierten Profilen. Diese sogenannten Bosch-Profile sind immer sehr beliebt. Viele wünschen sich auch da die Möglichkeit, sowas auf einfache Art und Weise zu verschweißen. Und da sagen mir viele immer wieder, es wäre natürlich toll, wenn sowas mit QC3 möglich ist. QC3 löten ist ein unglaublich tolles Verfahren mit wirklich tollen Möglichkeiten. Nur leider funktioniert das nicht für Aluminium. Und bei Aluminium gibt es ein sehr ähnliches Verfahren, das nennt sich ALSI, beziehungsweise der Zusatz nennt sich ALSI. Und mit diesem Zusatz sind wirklich absolut geniale Sachen möglich. Damit kann man unter bestimmten Bedingungen, das muss ich immer dazu sagen, Stahl und Aluminium miteinander verbinden. Damit kann man eloxierte Sachen miteinander verbinden, ohne die Eloxierung vorher komplett zu beschleifen. Damit kann man so rein Aluminiumprofile zum Beispiel schweißen. Das funktioniert alles. Und genauso kann man damit auch Guss schweißen. Alles extrem einfach. Und wenn man ein vernünftiges Mic-Mac-Schweißgerät hat, dann ist das wirklich eine ganz einfache, geradezu spielerische Sache. Und das wollen wir uns heute mal im Detail angucken und das Ganze mal ausprobieren, wie gut das funktioniert. Und das ist jetzt zum Beispiel so ein ganz normales Profil aus dem Baumarkt. Sowas habe ich zum Renovieren meiner Treppe genutzt. Und irgendwann waren die Reste zu kurz. Ich wollte mir natürlich nicht wieder neue kaufen. Und dann habe ich die ganz einfach zusammengeschweißt. Und das ist mit einem WIG-Gerät noch einigermaßen gut möglich. Mit einem normalen MIG-MAC-Gerät und dann mit Aluminium-Schweißzusatz funktioniert das eher schon mal schlecht. Und hier habe ich es ganz normal gemacht mit dem ALSI-Zusatz. Einen schönen Punkt gesetzt. Man sieht, der Punkt ist ein bisschen stark aufgebaut. Also den könnte ich wegschleifen, wenn es stört. Und auf der Rückseite sieht man, man ist hier auch richtig gut durchgekommen. Also man hat hier eine sehr gute Festigkeit. Und wenn man die noch erhöhen will, dann könnte man hier seitlich natürlich auch noch einen Punkt setzen. Das Ganze habe ich mit einer ganz einfachen Kfz-Düse gemacht. Dann kann man hier schön aufsetzen. Und dann drückt man einfach einmal auf den Brenner mit der richtigen Einstellung. Und dann hat man hier so einen wunderschönen Punkt. Also einfacher geht es im Prinzip nicht. Und man hat sich so eine Schiene gerettet oder hat die verlängert und kann die dann wieder einsetzen. Und genauso ist es mit eloxierten Blechen. Das heißt, wenn wir eloxierte Materialien haben, dann hat man oft das riesengroße Problem, wenn man die verschweißen will, dann muss man diese komplette Eloxierung entfernen. Ich habe das hier auch mal geschweißt und natürlich geht die Eloxierung ein bisschen baden. Ich habe hier aber nur den Randbereich ganz vorsichtig mit der Feile sauber gemacht, habe also ein bisschen die Eloxierung entfernt und dann habe ich hier auch ganz normal einfach einen Punkt gesetzt. Man sieht, das ist ein kleiner filigraner Punkt. Ich habe das hier an mehreren Stellen gemacht. Hier sogar mit ein bisschen Luftspalt. Hier auch in der Form. Und dann sieht man, dass man hier auch am Ende auf der anderen Seite schon wieder ein bisschen rausläuft. Die Eloxierung ist hier natürlich so ein bisschen beschädigt in dem Nahtbereich. Aber ich habe hier wirklich vorher nur die Kante leicht geschliffen. Es ist natürlich immer wichtig, dass man Kontakt hat. Eine Eloxierung leitet nicht. Und darum muss man da natürlich immer irgendwo sich einen Kontakt herstellen. Aber ansonsten ist es wirklich problemlos möglich, hier eloxierte Materialien miteinander zu verbinden. Und das Ganze hat auch wirklich eine sehr gute Festigkeit. Also ich kann das schon hier, wenn ich es nehme, irgendwann biegen. Aber man sieht auch von wegen, ist es nicht, dass der Punkt hier gleich bricht. Es ist wirklich so, dass sich der Werkstoff auch verbricht und irgendwann bricht es hier am Rande aus, das heißt in dem Material. Also das hat schon, reißt hier richtig im Material aus. Es ist halt Aluminium. Es ist hier, glaube ich, 1,5 mm stark. Es hat aber eine gewisse Festigkeit, die für viele Sachen wirklich ausreicht. Und das muss man immer ganz klar sagen. Man kann hier also sehr einfach Materialien mit verbinden. Auch so eine Schiene hat eine gute Festigkeit. Wir machen gleich noch mal ein paar andere Festigkeitsversuche. Und genauso gibt es diese beliebten Bosch-Profile. Und wenn man sich solche Bosch-Profile kauft, dann gibt es da natürlich die verschiedensten. Also ich nenne die immer so. Die haben ja, glaube ich, auch teilweise andere Namen. Dann gibt es ja immer die verschiedensten Systeme, wie man da verlängert, wie man da was miteinander verbindet. Es gibt natürlich auch immer die Vibration, dann haben viele Leute Angst,
dass sich das Ganze wieder löst. Und dann kommt oft die Frage, wie ist es mit Schweißen? Und natürlich will man hier nicht die komplette Eloxierung abschleifen. Und auch hier bin ich wieder nur mit der Feile einmal am Rand langgegangen. Und dann kann ich hier mit ALSI richtig schöne Punkte setzen. Ich habe hier so ein bisschen rumgespielt mit der Länge der Punkte. Ich habe hier das Punktschweißen an meinem Gerät verwendet, also habe definierte Punkte. Dann kann man sich das schön erarbeiten, bis die Punkte wirklich auf so einem Niveau hier sind. Dann sieht das wirklich gut aus. Und dann kriegt man hier auch eine sehr gute Festigkeit. Also wir machen gleich damit mal einen Bruchtest. Ich habe noch einen vorbereitet und das Ganze habe ich hier auch an so einem T-Stück gemacht. So ein T-Stück wirklich extrem fest verbinden. Das ist nicht ganz so einfach und hier kann man das mit ALSI auch ganz einfach löten. Man muss ganz klar sagen, wenn man sich QSI3 Ergebnisse anguckt, die sehen oft wirklich traumhaft aus. Das kriegt man beim ALSI oft leider nicht hin. Aber es ist halt eine Möglichkeit, ohne dass ich hier die Beschichtung, die Eloxierung großartig beschädige, dass ich doch Materialien miteinander verbinde. Und ich kann sowas jetzt ein bisschen beschleifen, dann sieht das wirklich traumhaft schön aus. Und gerade so im Kfz-Bereich gibt es natürlich auch immer Gussteile, Motoren, Getriebe und, wo irgendwas kaputt geht. Und jetzt gibt es die Möglichkeit, sowas mit WIG zu schweißen. Und das ist natürlich auch immer meine erste Wahl. Dafür braucht man aber ein WIG-AC-DC-Schweißgerät und man braucht wirklich viel Erfahrung, bis man das gut hinbekommt. Und da ist ALSI oft auch eine sehr einfache Lösung. Weil wenn man einen normalen ALMG-5-Draht nimmt, das wäre also dieser Standarddraht, mit dem ich normal Aluminium schweiße, dann wird man relativ schnell feststellen, dass das im Bereich von Aluminiumguss oft relativ schlecht funktioniert. Und da ist ALSI auch wieder eine absolute Geheimwaffe. Also das heißt, ich habe hier mein Gerät, das gucken wir uns auch gleich natürlich im Detail an. Ich habe das Gerät einfach gerüstet, ich habe es eingestellt und ich habe hier einfach mal Aluminium hier so oben so eine Auftragsschweißung hergestellt. Das heißt einfach, wenn man hier mal eine Fläche wiederherstellen will oder wenn man ein ausgebrochenes Gewinde, da eine Buchse wiederherstellen will oder so, das kann man alles problemlos mit so einem Zusatz machen. Und es ist im Prinzip alles so einfach, als wenn man ganz normal MAC schweißt. Und normales MAC schweißen, das wissen wir alle, das ist wirklich sehr einfach von der Anwendung. Die Preisfrage ist natürlich jetzt, wie funktioniert das mit dem Aluminium und dem Stahl? Das ist im Prinzip eine ganz einfache Sache. Ein alter Taschenspielertrick, wie ich es immer nenne. Das heißt, Aluminium und Stahl funktioniert ja in der Regel nicht. Wenn das Stahlblech aber, und das sieht man natürlich auch an diesem Beispiel hier, verzinkt ist, dann kann man das mit ALSI verschweißen. Das ist niemals so eine feste Verbindung, als wenn ich irgendwo massive Stahlträger miteinander verschweiße. Aber es funktioniert. Und für viele Anwendung ist das vollkommen ausreichend. Also ich habe hier drei Punkte und ich kann hier wirklich auch massiv drücken. Da geht nichts auseinander. Hier habe ich einen Punkt und die Anwendung ist wirklich kinderleicht. Also wenn man irgendwo Stahl und Aluminium miteinander verbinden muss, guckt, dass ihr hier irgendwo ein verzinktes Stück dazwischen habt oder gleich verzinktes Material nehmt und dann seht ihr, wie gut das Ganze mit ALSI funktioniert. Die Voraussetzung, um dieses ALSI oder Schweißen mit so einem ALSI-Zusatz durchzuführen, sind im Prinzip sehr, sehr einfach. Ich habe hier eine MIG 210 und die MIG 210 macht es einem natürlich einfach. Die funktioniert schon unglaublich gut beim normalen Schweißen, beim QSI3-Löten. Die hat aber auch ein spezielles ALSI-Programm. Das Programm funktioniert mit Puls und damit funktioniert dieses ALSI-Schweißen oder das Schweißen mit dem Zusatz wirklich extrem gut. Damit habe ich hier alles ausgeführt. Damit habe ich auch die Aluminium-Nähte hier hinten geschweißt. Ich habe da nämlich die Tage für eine Werkstattkarte erstellt. Da sind da viele Einstellungen. Die Einstellungen habe ich hier natürlich auch genutzt. Das heißt, man guckt in eine Tabelle, welche Materialstärke, noch ein paar spezielle Einstellungen und dann kann man mit so einem Gerät loslegen. Ist also von der Anwendung extrem einfach. Und die Ergebnisse, ich habe euch das hier ehrlich gezeigt, wie das Ganze funktioniert, sieht man. Jetzt machen wir noch mal einen kleinen Festigkeitstest. Das interessiert mich. Und auf der anderen Seite habe ich hier mal diese Bosch-Profile miteinander verbunden. Das interessiert mich natürlich auch. Das versuchen wir jetzt einfach mal abzuschlagen. So, es sind wie gesagt die drei Punkte. Und jetzt habe ich hier einen 1-Kilo-Hammer. Und jetzt kann man das Ganze relativ einfach abschlagen. Das heißt, das ging aber wirklich extrem einfach. Also man sieht, hier ist eine gewisse Verbindung da. Aber so extrem ist die Festigkeit leider nicht. Und genauso ist es jetzt hier. Das heißt, wenn ich hier normal biege, kriege ich es auch schon relativ einfach wieder ab.
So, zweiter Versuch sind jetzt diese Bosch-Profile, dieses eloxierte Material. Und da ist die Festigkeit gleich deutlich, deutlich besser. Also das kann man hier eher verbiegen, als dass man hier irgendwas abkloppt. Wir können es auch noch mal so rum hier dran machen. Dann machen wir es so. Ich denke mal, dieses Profil ist schon ein sehr, sehr schönes Ergebnis und es ist vor allen Dingen nicht in der Naht gerissen. Das ist immer sehr wichtig, wenn man die Festigkeit überprüft, sondern es ist hier immer in diesem Randbereich gerissen. Hier oben ist es richtig ausgebrochen, hier ist es gerissen. Man sieht hier die massiven Hammerspuren, man sieht, wie es sich hier verformt hat. Das ist wirklich eine sehr, sehr gute Festigkeit, so soll das sein. Das andere kleine Beispiel hier mit Stahl und Aluminium oder so, sowas funktioniert, sowas ist für optische Sachen. Man sieht aber natürlich, man hat hier diese Aluminiumpunkte und wenn wir hier massiv mit dem Hammer gegenhauen oder wirklich mal massiv drücken, dann ist Folgendes, dann bricht hier einfach die Verzinkung aus und dann ist die Festigkeit natürlich nicht mehr gegeben. Also sowas nur einsetzen für kosmetische Sachen, wenn es irgendwo gut aussehen soll, wenn da irgendeine Anwendung ist, sich irgendwas vielleicht nicht mehr lösen soll oder dergleichen, dann kann man das damit sichern, aber sicherlich nicht für irgendwelche tragenden Teile, sehr festen Teile. Ansonsten muss ich sagen, LSI ist eine tolle Möglichkeit. Wenn man ein gutes Mic-Mac-Schweißgerät hat, das dann auch wirklich Programme für den Werkstoff bietet, dann ist ALSI, so eine Rolle, ist dann wirklich eine Pflichtsache. Ich sage mal, gerade wenn man auch Argon hat, so eine Rolle kostet 13, 14 Euro, ist also auch sehr, sehr erschwinglich. Halb Kilo Rolle, D100 Rolle und dann kann man damit loslegen und hat da die verschiedensten Möglichkeiten, gerade auch um kleinere Gussreparaturen auszuführen. Ich kenne kein anderes Verfahren, das so einfach ist von der Anwendung, mit dem man so einfach kleine Gussreparaturen durchführen kann. Hatte ich vor Jahren auch schon mal ein schönes Video gemacht, da hatte ich übrigens auch ALSI verwendet. Kann ich ja am Ende noch mal gerne verlinken. Ansonsten hoffe ich, dieses kleine Video hat euch gefallen. Wie gesagt, die Werkstattkarte für die MIG 210 verlinke ich hier unter und auch die MIG 210 verlinke ich hier unter. Die gibt es jetzt ungefähr seit 3 Jahren. Die hat mal angefangen, ich glaube, mit so 650 Euro. Aktuell kostet die 470 Euro. Schönes MIG-MAX-Schweißgerät. Puls, Doppelpuls, viele Möglichkeiten und damit kann man wirklich vernünftig arbeiten. Es ist sogar immer eine Teflon-Seele und es ist sogar eine Unut-Rolle im Lieferumfang. Das bieten die wenigsten. Es war am Anfang immer das MIG-MAX-Schweißgerät mit Puls und Doppelpuls, was am bezahlbarsten ist und das ist immer noch mit am bezahlbarsten. Und ich denke mal, wenn man so sonst guckt, was die anderen Geräte bieten, liefern oder so, da bleibt man relativ schnell an der MIG 210 hängen. In diesem Sinne, ich wünsche euch viel Spaß beim Schweißen. Ich hoffe, das war interessant. Bis dann, euer Manni.